Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Konjunktion Sonne, Venus. An sich ist die Sonne als Herrscherin des 10. Hauses im Steinbock, drittes Haus, stark gestellt. Ja, es ist eine königliche Stellung, also das heißt Spitze 10. Haus im Löwen. Das heißt, die Stadtsipaten fühlen sich sehr, sehr stark und sind sozusagen in ihrer Kraft. Wenn da nicht die Venus als Herrscherin des 8. und des 12. Hauses wäre. Das heißt, es schaut so aus, als würden die Stadtsipaten von den früheren Machtspielen und von den früheren Lügen und Betrügereien und Täuschungen eingeholt werden. Das wäre auch eine dieser zahlreichen Interpretationsmöglichkeiten dieses, sehr weit gestreuten Horoskopes, weil wie gesagt, 4 Planeten im 3. Haus ergibt für mich schon eine breite Bandbreite an Interpretationsmöglichkeiten. Zum Beispiel, der Saturn, Spitze 4. Haus als Herrscher von 3, kann auch bedeuten, hier hartnäckige Lügen und Manipulation, weil das 3. Haus steht ja für die Medien. Und die Medien haben sich ja in den letzten 2 Jahren dazu entschlossen, keine Zeile Wahrheit mehr zu liefern. Deswegen muss ich im Zusammenhang mit den Medien einfach, das tut mir leid, ja, von gezielten Lügen ausgehen. Und hier würde das dann auch Sinn ergeben, Herrscher von 3, Saturn, Spitze 4. Haus im Quadrat zu Uranus. Das heißt, steht mit der Bevölkerung quasi auf Kriegsfuß. Die Bevölkerung befindet sich hier im 7. Haus in der Öffentlichkeit, ist aber wegen der Rückläufigkeit stark geschwächt. Und die Sonne, die an sich sehr stark wäre bezüglich des 10. Hauses der Stadt Sipaten, ist der Sonnerich, ist durch die Venus Herrscherin 8 und 12 geschwächt. Ja, das ist durch diese viele Gendern, da verwechselt man dann die Geschlechter, das ist ja Wahnsinn, das ist alles nicht mehr normal. Was auch nicht normal ist, dass der Herrscher des 1. Hauses, der Geburtsregent, im 2. Haus eingeschlossen steht. Er ist zwar aktiv, impulsiv und wie es halt Mars üblich ist, aber wir haben 2 starke Besetzungen. Wir sehen hier, der Mars ist eindeutig auf Skorpion gerade, ich kann euch das zeigen, Mars 18 Grad 49, ja, 18 Grad 49 und bildet dadurch aber auch gleichzeitig ein sehr genaues Halbsextil zur Sonne-Venus-Konjunktion. Das heißt, hier kommt die Sonne von der Konjunktion zum Mars und bildet sozusagen das erste Halbsextil. Das heißt, hier haben wir eine Art Überlebenskampf. Ja, sollten wir nicht vergessen. Hier wird eine Art Überlebenskampf angezeigt, weil das ist die Kernbotschaft des Halbsextils, meines Erachtens. Ja. Also, dass man hier sozusagen sich die ersten 9 Werkzeuge zurechtlegt, um sozusagen über die Runden zu kommen. Und das ist hier Herrscher von 1, aber auch Herrscher von 2 in 2. Das Finanzsystem kämpft ums Überleben und gleichzeitig ziehen sie ja auch die Stadtsipaten mit in den Untergrund, weil die können ja nur so lange ihre Spielchen spielen, solange sie das schier grenzenlose Geld zur Verfügung haben. Nur, dass das hier nicht mehr so richtig läuft, sehen wir auch hier an dem Quadrat Mars-Neptun, welches eine starke Schwächung des Finanzsystems darstellt, Herrscher von 2 in 2. Warum? In dem Fall würde ich sagen, Neptun ist Vermehrung, Produktivität, Kinder kriegen etc. Das heißt, hier hat das Finanzsystem zu viele Kinder gekriegt. Ja? Wir wissen, die Federal Reserve hat jetzt schon über einen längeren Zeitraum jeden Tag unglaubliche Mengen sogenanntes Geld in das System eingebracht. Und das Problem ist immer, dass die Wirtschaft ja dieser Flut des 2. Hauses nicht standhalten kann. Sie kann die Produktivität des 2. Hauses nicht rechtfertigen. Das heißt, Waren und auch Dienstleistungen, ja, können sozusagen nicht beliebig vermehrt werden. Jeder Arbeiter kann am Abend, kann am Tag, sagen wir mal, 10 Stunden arbeiten. Jede Fabrik, jeder Betrieb hat einen gewissen maximalen Ausstoß, aber mehr geht nicht. Hier habe ich einfach nur dieses Fiat Money. Ich drücke auf die Enter-Taste und schwuppdiwupp habe ich schon wieder einen,
neunstelligen Betrag ins System eingeschleust. Ja? Und das ist das Problem an der Geschichte. Und daran zerbröselt auch ja, dieses System derzeit innerhalb dieser Matrix, weil sie es eben mit dem Finanzsystem, aber das wisst ihr, das ist eine alte Geschichte, weil sie es mit dem Finanzsystem übertrieben haben. Und wir haben auch gleichzeitig den eingeschlossenen Herrscher des zweiten Hauses, Jupiter, im vierten Haus, aber in den Fischen. Auch eine sehr merkwürdige, widersprüchliche Botschaft. Weil Jupiter ist ja an sich positives Prinzip, Erweiterungsprinzip und so weiter. Könnte, wenn das Spitze zweites Haus im Schützen wäre und weiß nicht, zum Beispiel der Jupiter wäre im Wassermann im vierten Haus, würde ich sagen, ja, die Leute schaffen es, ihre Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. Aber in diesem Fall, der eingeschlossene Herrscher, das ist schon mal eine schwache Ansage. Dann der Jupiter in den Fischen ist sehr nebulos. Schauen wir mal, ist er schon auf Stiergraden? Nein, noch nicht. Ja. Er ist noch nicht auf Stiergraden. Weil Stiergrade wäre ein kleiner positiver Beigeschmack. Aber er steht eben noch auf Widdergraden. Das heißt, er ist noch sehr ungeduldig, sehr nervös, sehr impulsiv. Und wir sehen ja auch, Widdergrade schafft für mich die Brücke zum Mond im Widder. Das heißt, auch hier haben wir starke Emotionen. Der Mond im Widder will sich durchsetzen, will sich behaupten, ist immer in Aktion, immer unterwegs sozusagen. Und der Mond ist der Herrscher des neunten Hauses, Spitze sechstes Haus. Das ist unsere zweite Häuserspitzenbesetzung, eigentlich die dritte. Ja, ich habe leider das Handy vergessen, in die Tasche zu schieben. Das ist jetzt leider, hat sich jetzt kurz gerecht, ich gehe aber nicht dran, ich mache hier das Video weiter. Wir haben den Herrscher von 9, Spitze 6. Haus, was bedeutet, dass die Freiheit, ja, 9. Haus Bewegungsfreiheit, auch noch im Krebs, dass das eben verloren geht. Ja, dass das verloren geht und dass wir hier eben Schwierigkeiten haben, dass eben die Freiheit, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Ja. Und eine ähnliche Botschaft haben wir, weil es gibt ja so viele Interpretationsmöglichkeiten. Saturn als Herrscher des dritten Hauses. Das dritte Haus steht für die Straße. Wenn ich habe Spitze 3. Haus im Steinbock, dann bedeutet das auch Einschränkungen im Verkehr. Kann aber auch heißen, hier Herrscher von 3, Spitze 4. Haus, Einschränkungen für die Bevölkerung auf der Straße. Das heißt, Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Das sehe ich hier. Also das heißt, in den nächsten Monaten werden Sie natürlich alle Register ziehen, denn, wie es so schön heißt, Sie werden uns Ihre Fehler nicht verzeihen. Das heißt, Sie werden jetzt versuchen, das Letzte herauszuholen. Und ihr wisst, wenn jemand, wie sagt man, das Letzte aus sich herausholt, dann ist das meistens auch der Endkampf. Das heißt, das ist jetzt ein Horoskop. Ja? Bitte das bis Mitte, Ende Oktober werden wir noch zahllose weitere Horoskope haben. Aber dieses Horoskop zeigt uns einmal sozusagen, was Sie gerne hätten, was Sie gerne machen würden. Natürlich werden wir uns nicht an deren Wunschliste halten. Dann sollen Sie denn das an den Weihnachtsmann schicken. Das ist immer schon jetzt ein guter Zeitpunkt. Man kann schon längere Zeit vorausplanen. Aber wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und auch interessant ist, dass das 11. Haus, aber auch der eingeschlossene Herrscher des 8. Hauses, jeweils Merkur, an der relativ, also sagen wir so, nahe der Spitze des 4. Hauses steht, aber aus dem 3. Haus kommt. Das würde bedeuten, Menschengruppen, große Gruppen, 11. Haus steht auch für Demonstrationen, befinden sich auf der Straße und haben mit der Bevölkerung zu tun. Also das heißt, das könnte dann bedeuten, weil hier zeigt uns der Merkur eindeutig das 3. und das 4. Haus. Diese Mittelstellung zeigt mir, dass die Bevölkerung, also große Gruppen im Zusammenhang mit der Bevölkerung, befinden sich auf der Straße und es könnte, das steht hier drinnen bitte, ja, es könnte auch zu Zerstörungen kommen, weil das 8. Haus steht ja auch für Destruktivität. Also das heißt, man muss die Faktoren halt immer ein bisschen zusammenfügen. Natürlich, jetzt kannst du sagen, das ist eine ganz andere Aussage, sage ich. Ja, das ist leider das Problem an der Astrologie. Wir haben immer mehrere Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten wäre zum Beispiel, dass das 11. Haus eben dann für die Schergen steht und dass das 8. Haus dann nicht für Zerstörung, sondern für Machtausübung steht. Das heißt, dass die Schergen dem Volk gegenüber, ja, das heißt, sie sind hier auf der Straße, sie kontrollieren, sie spielen auf der Straße ihre Macht aus, aber auch dem Volk gegenüber.
Wie gesagt, Astrologie hat ein Problem. Es steht nirgendwo konkret, was heißt der Aspekt? Ja? Was würde der Aspekt jetzt bedeuten? Kann natürlich noch eine dritte Aussage heißen, die natürlich jetzt noch eine Stufe höher ist. Das heißt, es handelt sich bei Merkur um verbündete Staaten, um alliierte Staaten, befreundete Staaten und bei denen achtes Haus kriselt es. Also das heißt, es geht hier jetzt auseinander. Ja? Das heißt, die Wege trennen sich und das wird dann hier auch in der Öffentlichkeit, drittes Haus wären die Medien, würde dann kommuniziert werden und würde auch die Bevölkerung treffen. Also, Verzeihung, es sind halt verschiedene Schichten und Ebenen, die hier angesprochen werden. Für mich ist in diesem Horoskop auf jeden Fall eines ganz klar, es dreht sich hier sehr, sehr viel um die Straße, um die Öffentlichkeit, aber auch um Beschränkungen. Es geht hier sehr viel um Wahrheit, weil vier Planeten im dritten Haus haben einfach einen starken Bezug zu Informationen, zur Weitergabe, zur Wahrheit und das wird sehr ernst genommen. Auf jeden Fall. Das Thema drittes Haus wird Spitze drittes Haus im Steinbock und Herrscher von 3 in 4 wird von der Bevölkerung sehr ernst genommen und macht sie auch in irgendeiner Art und Weise rebellisch. Ja? Weil hier ist eben dieses Quadrat nach wie vor aufrecht, auch wenn es auf 2 Grad schon sich distanziert hat, weil eben der Saturn weiterläuft, direktläufig ist und der Uranus leider noch rückläufig ist. Ansonsten würde ich sagen, haben wir etwas vergessen? Haben wir was vergessen? Ja, ich vergesse immer was. Es tut mir leid, man kann nicht alles berücksichtigen. Was haben wir hier noch? Naja, das dritte Haus steht auch größer gesehen in erster Linie für Wirtschaft, Handel, Industrie, habe ich auch gesagt, Herrscher von 1 in 3 der Pluto, Herrscher von 2 in 3 der Pluto, also das heißt, hier haben wir große Probleme. Pluto steht halt im Steinbock jetzt nicht für die glücklichste Beziehung, das heißt, hier haben wir wirklich Probleme für die Wirtschaft und ich kann jetzt, das ist jetzt die 100. Interpretation, ich kann Herrscher von 3 Spitze 4 das Haus auch so interpretieren, dass die Wirtschaft versucht, im eigenen Land wieder verstärkt Fuß zu fassen. Ja? Und hier spannendes Quadrat dann diesbezüglich, dass es aber Spannungen mit der Bevölkerung gibt, da würde ich dann eben sagen, haben wir hier eben auch dann, das ist jetzt von mir sehr weitläufig oder weit hergeholt interpretiert, aber es könnte dann auch sein, wenn Herrscher von 3 für die Industrie steht, dass hier eben auch Rationalisierungsmaßnahmen, weil Saturn ist ja sozusagen die Härte, die Kälte, die Entbehrung, sozusagen die Notlage, dass hier eben über Rationalisierungsmaßnahmen Arbeitsplätze verloren gehen, weil das darf ich auch nicht vergessen, weil die Maßnahmen, ja, Herrscher von 6 eingeschlossen in 2, unsere wunderbaren Frostschutzmaßnahmen sind hier, die kommen nicht mehr vom Fleck, ja, das ist hier schwierig, also das ist traurig, ja, ich weiß, sehr, sehr traurig, ich habe immer das Taschentuch griffbereit, weil es ist so schrecklich, wir haben uns so sehr an den Kaffeefilter gewöhnt, es ist so wunderbar gewesen, es war so ein großartiges Gefühl, alleine zu Hause zu sitzen, im Ganzkörperpräservativ und jetzt wollen sie uns diese wunderbaren Gewohnheiten wieder nehmen, also furchtbare Sachen geschehen, eben auch hier das Auflösungsquadrat, das sich verstärkende Auflösungsquadrat und ich würde fast schon sagen, ich sehe hier, ja, ich weiß, ich spiegel über alles, aber ich sehe hier fast schon, oder spinne ich schon komplett, ich weiß nicht, schauen wir mal, ob es, na, das kann kein Spiegelpunkt sein. Gut, das war nur Fata Morgana von meiner Seite. Aber wie gesagt, dieses Quadrat löst hier auch unsere wunderbaren Maßnahmen auf, aber trotzdem, die Bewegungsfreiheit, Herrscher von 9, 6. Haus, ist eingeschränkt, es kann aber auch bedeuten, dass sozusagen aus dem fernen Ausland nach wie vor Bemühungen unternommen werden, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten. Aber der Mond, ja, als unsteter Geselle, zeigt mir dann auch wieder auf, dass es sozusagen nicht gelingen wird. Und wir haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, 1843, das könnte man schon gelten lassen. Ja? Das könnte man schon als Spiegelpunkt hier gelten lassen. Das heißt, dass hier schon auch aus den Reihen der Stadtsepaten hier sozusagen auch schon gegenläufige Bestrebungen bestehen. Das heißt, dass man hier jetzt sagt, also wie es unser so hochgeliebter, genug ist genug. Ja, und ich glaube, das ist das beste Schlusswort für den dritten Teil. Wie gesagt, in diesem Fall, klarerweise, drittes Haus wartet immer mit zahlreichen Interpretationsvarianten auf. Weiter zum vierten Teil, wie ich den dann gestalten werde, weiß ich nicht, weil ich möchte heute, wie gesagt, nach
Wien hineinfahren. Und ja, an dieser Stelle möchte ich noch unseren Hansi Grubbauer alles Gute zu seinem 25. Geburtstag wünschen. Lieber Hansi, alles Gute und ein großartiges neues Lebensjahr. Gut, das war's vom dritten Teil. Und der vierte folgt dann in weiterer Folge, wie auch immer. Ende.